Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Rebecca Haubold und ich möchte den Vortrag über rote oder blaue Pille halten. Utopie und Dystopie des Umgangs mit problematischer Computerspielnutzung. Das ist Sascha. Sascha lebt in einer mediatisierten Gesellschaft, hat Freunde, Familie, informiert sich online, erledigt auch Bankgeschäfte und Ticketbuchungen mit dem PC, mit dem Sascha auch gerne zockt, am liebsten mit Freunden. Auf dem Land funktioniert das mal so, mal so. Saschas Medienwissen ist autodidaktisch angeeignet. Eines Tages geht es Sascha schlecht. Cataneo ist vom Bus überrollt worden, auf Arbeit läuft es nicht so gut und die Eltern stressen Sascha wieder einmal mit Partnervermittlungsversuch. Sascha knallt die Tür zu, schaltet das Smartphone aus und fängt an zu zocken. Das tut gut, zumindest aus Saschas Sicht. Die Spiele laufen gut, Sascha lernt Kim kennen und fängt an, mit einer App Mandarin zu lernen. Das Umfeld sieht das alles anders. Du bist immer nur drinnen, wir werden dich gar nicht mehr sehen, du musst dich mehr bewegen, deine Leistung auf Arbeit lässt nach. So kann das alles nicht weitergehen. Du musst was tun. Zwei Hände tauchen auf. Du musst dich entscheiden, Sascha. Rote oder blaue Pille? Schluckst du die blaue, lösen sich deine Sorgen auf und sonst geht alles so weiter wie bisher. Schluckst du die rote, erkläre ich dir alles rund um Computerspiele. Wie sie aufgebaut sind, wer sie aufgebaut hat, wie sie funktionieren, wie du sie für dich nutzen kannst und dich vor ihren Einflüssen schützt. Sascha überlegt, rote oder blaue Pille? Sascha nimmt die blaue und kehrt vor dem PC zurück, fühlt sich gut, da die Sorgen verflogen sind und zockt weiter. Auf Arbeit läuft es weiterhin schlecht, Sascha bemerkt es nicht. Auch den Eltern gegenüber Gleichgültigkeit, so wird sich nichts ändern, Sascha. Das Computerspielen bringt die einzigen Erfolgserlebnisse, das merkt Sascha und gibt ihnen Vorrang. Die blauen Pillen tun gut, Sascha empfiehlt sie an alle weiter. Eltern, Freunde auf Arbeit beim Computerspielen. Das geht viral. Die Gesellschaft verändert sich. Das, was Spaß bringt, wird gemacht. Spiele und Computerspiele sind da ganz vorn mit dabei. Arbeit gehört da weniger dazu. Die USK hat viel zu tun, so viel wie nie zuvor, weil niemand sich selbst orientieren kann. Selbst Gard und Blinde Kuh erhalten eine Altersfreigabe. Die technischen Kontrollmechanismen sind mit digitalem Fingerabdruck wasserdichter als der Kauf von Alkohol. Die USK gewinnt an Einfluss und Größe. Aber arbeiten will niemand mehr. Und die blauen Pillen werden teurer, bis sie gar nicht mehr verfügbar sind. Was nun? Die Sorgen prasseln auf die Menschen ein. Wohin mit sich? Die USK war schon an ihre Grenzen geraten, denn die eingeführten Kontrollen und Begrenzungen der Bildschirmzeiten reichten längst nicht mehr aus. Was tun, damit noch irgendjemand zur Arbeit geht? Komplettes Medienverbot? Nicht nur die Computerspiele verschwinden, auch alles andere, was damit zu tun hat. Nun wurde Sascha das Letzte, was Freude bereitete, dem Leben noch einen Sinn gab, weggenommen. Im Bücherregal steht einzig und allein eine verstaubte Ausgabe von Goethes Werther. Ach Sascha, hättest du doch die rote Pille genommen. Zum Glück war die Entscheidungsstelle ein Kontrollpunkt und Sascha hat gesichert. Respawn, respawn. Sascha erhält nun all das versprochene Wissen. Das dauert lange. Nun gibt es kein Zurück. Das eigene Spielerleben ändert sich. Auch die Arbeit gehört dazu. Sascha gründet eine eigene Softwarefirma, die Serious Games herstellt für Medizinstudentinnen. Mit VR, AR, KI, Learning Analytics und Gamification. Arbeit macht Spaß. Die roten Pillen tun gut. Sascha teilt das neue Wissen mit allen, mit Freunden, Eltern, auf Arbeit, beim Computerspiel. Mit dem erworbenen Vermögen aus der Firma unterstützt Sascha die Initiative Rote Pillen für alle. Unabhängige Computerfirmen sprießen aus dem Boden wie Pilze. Niemand kann manipulieren, wenn alle durchschauen. Das Wissen um die Spiele lässt sich auch auf andere Medien übertragen, sodass sich auch hier demokratische Entwicklungen zeigen.
Kim entwickelt daraufhin Datenbanken, die Big Data verwenden, um Konflikte jeglicher Art erklären zu können, ja, sogar vorherzusehen, wodurch sich schneller und leichter Frieden schaffen lässt. Quellenkritik führt zu unabhängiger Meinungsbildung. Und zur nächsten Bundestagswahl finden sich gleich 5 Parteien, deren Programme vielversprechend klingen. Welch schöne Utopie. Nun stellt sich die Frage, wie bekommen wir Sascha dazu, die rote Pille zu nehmen? Was müssen wir tun, um die rote Pille zu nehmen? Manchmal, leider, ist es so, dass nur die blaue Pille angeboten wird. Aus Kurzsicht, Bequemlichkeit, Geldmangel, Zeitmangel. Und hey, an der blauen verdient man immer wieder und wieder. Die rote einmal genommen, hält ein Leben lang. Doch sollten wir auch vorsichtig sein, denn was, wenn die falschen Leute Zugang zur roten Pille bekommen? Was, wenn Demokratiegegner bessere Computerspiele konzipieren, die Medien besser durchschauen, durchdringen, als Pazifisten? Wenn nicht Sascha und Kim als Erste die rote Pille anwenden, sondern... Oder passiert dies bereits? Wir benötigen Herdenimmunität. Können wir vielleicht sogar alle bereits im Kindesalter impfen? Mit Medienkompetenz versehen? Derzeit gibt es noch zu viele Impfgegner. Daher ist es wichtig, dass wir die Probleme ernst und wahrnehmen. Denn Sascha ist wir. Wir sind Sascha. Eine mediatisierte Gesellschaft mit bisher selbst angeeigneter Medienkompetenz, die sich gut überlegen muss, in welches Szenario sie investieren will. Dystopie oder Utopie?